Ja, als ich mir deine Arbeit angesehen habe, vielen Dank dafür, du machst eine fantastische Arbeit, ist mir aufgefallen, wie konkret du dich in dieses Thema hineingearbeitet hast, aber auf einer anderen Sichtweise. Also nicht so, wie ich es mir gewöhnt bin von Gynäkologen, ja, hier knapp und kurz, sondern wirklich in diese Tiefe. Und ich habe mich gefragt, was hat die Rabea erlebt, dass sie in diese Tiefe gezwungen hat? Du, ich bin ja, ich weiß, dass du ja bei dir oft auch ja Betroffene interviewst und dir deren Geschichten anhörst. Bei mir ist aber der Weg in Richtung ja Hormonregulation über meine Kundinnen gekommen. Also ich bin nicht selbst betroffen gewesen, dass ich mich sozusagen gezwungenermaßen mit dem Thema auseinandersetzen musste, sondern ich habe ja ganz viele Jahre als Personal Trainerin gearbeitet und meine Klientinnen waren Frauen, also ich habe ausschließlich mit Frauen gearbeitet. Und ja, man bucht ja eine Personal Trainerin, weil man in erster Linie fit werden möchte, aber vor allem Frauen auch, weil sie so ein bisschen ihre Figur in Form bringen möchten, vielleicht abnehmen möchten. Und ja, bei mir war das dann eben so der Fall, dass ich Kundinnen dabei hatte, denen das nicht gelungen ist. Also trotz meiner Arbeit, trotz Ernährungsberatung, trotz Training konnten sie nicht abnehmen. Und ich musste mich dann fragen, warum klappt das bei einigen mit dem gleichen Konzept richtig gut und bei anderen aber nicht? Und so musste ich einfach mal so ein bisschen tiefer graben in Richtung Stoffwechsel und kam dann auf das Thema Hormone. Und ich fand heraus, dass wenn die Hormone nicht in Balance sind, nicht im Gleichgewicht sind, dass dann auch das Abnehmen im Grunde überhaupt nicht möglich ist. Und so habe ich sozusagen die Tür aufgemacht in dieses unglaublich spannende Feld der Hormone und habe in dem Zusammenhang dann festgestellt, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht nur das Thema Gewicht, Figur, was die Hormone beeinflussen, sondern Frauen haben ja ganz viele andere Beschwerden auch aufgrund hormoneller Disbalancen. Und in dem Zusammenhang, ja, haben sich dann auch Themen eröffnet in Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, über die man eigentlich so gar nicht gesprochen hat. Dann ging es eben um Zyklusbeschwerden, um Erschöpfung und Müdigkeit, um ja, Periodenschmerzen, PMS, Libidoverlust, aber dann auch Themen wie Haarausfall, Akne, Hautprobleme, Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, all das sind ja Bereiche, die ja von unseren Hormonen gesteuert und beeinflusst werden. Und so kam ich eben in dieses Thema hinein und es hat mich begeistert und fasziniert und ich habe gemerkt, wie viel ich bewegen kann, wenn wir am Thema Hormonbalance ansetzen und beginnen, das Hormonsystem von Grund auf zu unterstützen. Und dass dann viele Symptome, die sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen zeigen, dann auch verschwinden oder zumindest gelindert werden können. Das war Wow, mein Weg in Richtung ey, das ist. Hormone und irgendwann, ja, habe ich mich dann tatsächlich auch vollständig dann in diesem Bereich auch, ja, auf diesen Bereich spezialisiert und arbeite jetzt als Hormoncoach und helfe Frauen auf natürlichem Weg, auf ganzheitlichem Weg ihre Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist so schön, Rabea, dass das. Deine ganze Arbeit fundiert eigentlich darauf, dass du wirklich zugehört hast, erstens deinen Klientinnen und dass es dir nicht Angst gemacht hat, weil es ist ein Riesenthema. Und ich kann mir vorstellen, als du dich das erste Mal damit beschäftigt hast, dass du dachtest, okay, das ist riesig, das geht richtig in die Tiefe. Und du hast dich nicht abschrecken lassen. Im Gegensatz, du warst begeistert und hast gesagt, okay, wow. Da steckt mega viel dahinter. Was waren so die ersten Erkenntnisse auf deinem Rechercheweg? Oh je. Also, da muss ich jetzt mal überlegen. Was waren die ersten Erkenntnisse? Also ich glaube, Erkenntnis Nummer eins aufgrund meiner Geschichte, auch die ich mit meinen Kundinnen erlebt habe, ist, krasse Diäten, Kalorienrestriktion und hartes Training
sind nicht die richtigen Mittel, um Hormone ins Gleichgewicht zu bringen, sondern im Gegenteil, sie können sogar dazu führen, dass wir das ganze Problem noch verschlimmern. Und das können auch Dinge sein, die sogar Hormonstörungen verursachen können. Das war, glaube ich, so aus der Sicht, also weil ich ja eben aus diesem ganzen Fitnessbereich kam, aus der ganzen Diätindustrie letztendlich. Das waren ja auch die Themen, die ich gelernt habe im Studium, in den ganzen Fortbildungen. Man muss halt einfach die Kalorien reduzieren und ganz viel trainieren und dann klappt das mit dem Abnehmen. Aber dass wir da sogar auch Hormonstörungen, wie gesagt, auch sogar zum Teil auch hervorrufen können, das war für mich eine absolut neue Erkenntnis und die Erkenntnis, dass wir eben im Grunde gar nicht diese ganz harten Bandagen anlegen müssen. Im Gegenteil, das habe ich ja gesehen bei meinen Kundinnen, denn das hat die ja nicht weitergebracht. Im Gegenteil, je restriktiver wir an die Sache rangegangen sind, umso mehr hat sich dann gezeigt, wenn sie wieder, ich sage jetzt mal, in den ganz normalen Alltag übergegangen sind, sich wieder ganz normal ernährt haben, dass dann der Jojo-Effekt total zugeschlagen hat und sie dann hinterher ja noch mehr Probleme im Grunde bekommen haben und das dann so ein ganz blöder Teufelskreis auch war. Ja. Also Balance ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir eben nicht mit krassen Methoden an das Thema Hormonbalance gehen, sondern eher ja, mit viel Feingefühl und immer auch im Hinterkopf zu haben, wir wollen den Körper eben nicht zusätzlich in einen Stresszustand versetzen, denn genau das ist es eigentlich, was die Hormone durcheinander bringt. Ja, genau, ja. Das würde dann die Nebennieren wieder belasten. Weißt du, was mich gerade begeistert, Rabea? Dass du etwas studiert hast und dann gemerkt hast in deiner praktischen Umsetzung, dass da etwas nicht stimmt für eine gewisse Gruppe. Und du warst in dem Moment nicht berufsblind. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Und da möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Warst du dann schon immer so, dass es dir leicht fiel, Dinge, die du erlernt hast, einfach über Bord zu werfen und nochmal reinzugehen in Sherlock Holmes Recherchearbeit? Das kann ich jetzt so gar nicht unbedingt sagen, aber im Grunde, wie gesagt, ich wollte ja, dass es meinen Kundinnen gut geht. Ich wollte ja einfach, dass sie auch ihre Ziele erreichen, dass sie happy sind. Und das muss ja meine Aufgabe als Coach sein, sie da auch zu begleiten und sie dahin zu bringen. Und wie gesagt, es ging ja dann auch gar nicht mehr unbedingt nur um das Thema Gewicht und Figur, sondern es ging ja auch um viele andere Themen, wo ich gemerkt habe, da möchte ich meinen Kundinnen helfen, denn wir Frauen, wir sind einfach, wir leisten so viel jeden Tag und wir brauchen einfach auch die Energie. Wir haben es auch verdient, gesund zu sein und uns wohlzufühlen. Und das hat mich eigentlich angetrieben, da auch weiter zu forschen. Und nicht zuletzt bin ich natürlich auch eine Frau und auch ich habe ja meine Herausforderungen, ja. Und auch wenn ich als Hormoncoach arbeite, habe ich auch meine hormonellen Herausforderungen als Frau. Das heißt, ich bin natürlich auf die Suche gegangen für meine Kundinnen, aber natürlich auch für mich selbst. Mhm. Denn ja, ich habe auch viele Jahre lang die Pille genommen. Ich habe 2 Schwangerschaften erlebt, 2 Stillzeiten. Das sind ja auch alles ja, Momente im Leben einer Frau, die eben die Hormone ganz schön durcheinander wirbeln können. Ich bin zwar nicht so stark betroffen gewesen wie viele andere Frauen, Gott sei Dank. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch, ich bin jetzt 45, ich merke schon, dass sich die Hormone auch wieder verändern, dass eine neue Zeit auch kommt, ja. Ich bin jetzt in der Perimenopause, zumindest rein von der Zahl, also vom Alter her. Ich spüre das jetzt noch nicht so stark, aber ich merke auch, mein Körper verändert sich. Und das ist so das Schöne, dass ich so mit meinen Kunden da auch fühlen kann und vieles auch an mir selbst auch ausprobieren kann. Also ich empfehle ja meinen Kundinnen nicht Dinge, die nicht umsetzbar sind. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil wir haben alle einen Alltag, wir haben unsere Herausforderungen und da auch noch so für die Gesundheit zu sorgen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und da auch so kleine Tipps und Tricks zu finden, wie man eben trotz vieler Aufgaben etwas für seine Gesundheit tun kann, das ist, glaube ich, so die Herausforderung für mich als Coach auch. Und das ist aber auch das Tolle, den Frauen auch zu zeigen, obwohl wir alle viel zu tun haben, können wir jeden Tag etwas dafür tun, unsere Hormonbalance zu unterstützen.
Ja. Und auch wenn das Thema, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, unglaublich groß ist und irgendwie vielleicht auch überfordernd, wenn man es einmal erkannt hat, worauf die Hormone reagieren und was sie brauchen, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Dann sind es nämlich die ganz alltäglichen Dinge, die dafür sorgen, dass unsere Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, aber die uns auch helfen können, wieder in Balance zu kommen. Genau. Ja, und dazu kommen wir auch gleich zu diesem praktischen Teil, was nämlich diese kleinen Helfer sein können. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, gerade in der Fitnessbranche, dass du da nicht in diese Schuldzuweisung gegangen bist. Ja, da musst du halt noch härter trainieren, da musst du halt noch mehr in den Verzicht. Und das kennen wir oft, also aus der Fitnessbranche, aber auch aus jeder anderen Branche. Ja, wenn du es halt nicht schaffst, dann ist es wie deine Schuld und man schaut nicht wirklich tiefer und beleuchtet nicht wirklich die Ursache, weil es einfach einfacher ist zu urteilen und zu sagen, du machst es halt falsch. Und deswegen finde ich deinen Ansatz so heilsam, Rabea, und deswegen freue ich mich jetzt so über dieses Gespräch und auch diese Ansätze, die du einfach ja herausgefunden hast und jetzt aufklärend weiterträgst. Ja, nee, das ist überhaupt nicht, also das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Also ich bin immer sehr auf dem, ja, so ich versuche immer eigentlich mich in die Lage auch hineinzuwelt zu versetzen der Frauen. Und also Schuld zuweisen hilft da überhaupt nicht. Und auch Schuldgefühle auf der anderen Seite sind absolut kontraproduktiv. Ich meine, im Grunde versuchen wir doch alle immer unser Bestes. Und das auch zu honorieren. Also sowohl als Coach, aber auch für mich selbst als Frau mir zuzugestehen, ich versuche mein Bestes, so wie ich jetzt kann. Ich glaube, was uns aber häufig im Wege steht, sind diese extrem hohen Erwartungen, die wir haben, dass ich am besten morgen schon gesund bin und dass es mir ganz schnell besser gehen muss. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden, dass wir uns diese Zeit geben, dass wir dem Körper Zeit geben, auch zu heilen und sich selbst zu regulieren. Und dann müssen auch diese Schritte und die Unternehmungen, die wir da tun, gar nicht immer so extrem groß und herausfordernd und überfordernd sein, sondern dass wir uns wirklich Zeit nehmen und in kleinen Schritten vorangehen. Das ist das, wo ich immer wieder auch versuche zu ermutigen, ja, in kleinen Schritten vorzugehen und ja, viel Geduld auch für sich selbst auch aufzubringen und viel Verständnis für sich selbst. Ja, so schön. Lass uns diese kleinen Schritte anschauen, wo du sagst, hey, das ist etwas, da kann man langsam anfangen oder einfach schon mal in Gedanken damit schwanger gehen und dann immer wieder umsetzen. Also bei mir war es so, bei meinem Heilungsweg, ich habe mich lange mit Dingen beschäftigt und habe es so wie einen Schwamm aufgesaugt und dann habe ich so diese Resilienz und Energie daraus entwickelt, dann die einzelnen Schritte zu gehen. Und ich habe das nie alles auf einmal umgesetzt. Ich habe wirklich einzelne Schritte rausgenommen. Und ich sage auch immer, das Allerschönste ist, wenn man sich in den Weg verliebt, weil dann geht es von alleine. Dann macht es Spaß, dann erfüllt es einen. Und genau, ich stelle gerne die Sachen vor und vielleicht verliebt sich der ein oder andere Zuschauer oder Zuschauerin sich in welche Schritte, die sie dann weiterbringt. Ja, also das ist aber auch ganz normal. Guck mal, wenn man sich, wenn man, ich sage jetzt mal, hormonelle Beschwerden hat, egal welcher Art, dann versucht man irgendwie Informationen zu bekommen und geht dann vielleicht ins Internet oder googelt oder stößt auf meinen Instagram-Account und denkt so, oder auf meinen Podcast und denkt so, oh Gott, das ist ja so viel. Wo soll ich denn da jetzt überhaupt anfangen? Also ich müsste ja dies machen und das und dann gibt es noch Heilkräuter und Nahrungsergänzung und dies und das. Das ist ja ganz klar, dass das überfordert und deswegen können wir super gerne das Ganze mal ein bisschen aufdröseln und mal gemeinsam überlegen, okay, was können dann die wichtigsten Schritte sein? Und im Grunde gibt es für mich, also ich glaube, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu verstehen, wenn wir hormonelle Beschwerden haben, dann versuchen wir ja immer für das Symptom, das sich da zeigt, eine Lösung zu finden, also das irgendwie wegzukriegen. Also bei der einen Frau
können es vielleicht, kann das Symptom sich zeigen in PMS? Also ich habe vielleicht starke Stimmungsschwankungen und Gereiztheit, bevor meine Periode einsetzt, ja? Oder so ein bisschen auch depressive Verstimmungen. Das ist so ein Symptom. Ein anderes Symptom kann sein, Brustspannen um den Eisprung herum oder dann kann ein anderes Symptom sein, starke Wassereinlagerungen oder starke Müdigkeit, Haarausfall, Libidoverlust. Ich hatte es ja vorhin so schon mal so ein bisschen angedeutet. Und was wir aber verstehen müssen, dass das alles nur ja, oberflächliche Anzeichen sind für ein hormonelles Ungleichgewicht, das sich bei allen Frauen sehr unterschiedlich zeigen kann. Und wir müssen halt überlegen, okay, was ist eigentlich die Ursache für diese ganzen vielen Symptome, die Frauen haben? Also was ist wirklich die Ursache, die da drunter liegt? Mhm. Und es gibt zwei eigentlich gibt es eine Hauptursache, die dafür sorgt, dass hormonelle Beschwerden entstehen. Und das ist das Thema Stress. Stress und eine chronische Anwesenheit von Stresshormonen über einen längeren Zeitraum sorgt dafür, dass das Hormonsystem sich verschieben kann und in die Disbalance geraten kann. Und das muss man einfach mal verstehen. Und es gibt einfach sehr viele Dinge, die den Körper in einen gestressten Zustand versetzen. Wir müssen uns ein bisschen davon lösen, von dem Gedanken, Stress ist immer nur Termindruck, Zeitdruck, gerade mal viel zu tun haben. Dieser Stress ist natürlich auch da, aber häufig ist das sogar akuter Stress, mit dem wir eigentlich sehr gut umgehen können, an dem der Körper eigentlich auch sehr gut adaptiert ist, mit dem er gut klarkommt. Aber woran der Körper eben sich nicht anpassen konnte in all den vielen tausenden Jahren, die hinter uns liegen, ist dieser chronische Stress. Ja. Chronisch gestresst zu sein über viele Tage, Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Und das sind so Faktoren, die nicht nur ja, eben Daily Business sind, täglicher Stress, sondern es können eben auch körperliche Ursachen sein, die den Körper aus dem Gleichgewicht bringen und eben chronisch gestresst sein lassen, chronisch Stresshormone ausschütten lassen. Das können chronische Entzündungen sein, die beispielsweise vom Darm her rühren. Ein chronisch gestresstes Immunsystem, Autoimmunerkrankungen sind Stressoren für den Körper. Das können Infektionen sein, Viren, Bakterien, von denen ich nicht unbedingt auch was wissen muss. Also das kann auch unbemerkt da sein. Mhm. Andere Stressoren sind Traumata, die ich vielleicht auch schon in der Kindheit erleben und erfahren musste, die mein Nervensystem im Grunde permanent auch so ein bisschen triggern im Unterbewusstsein. Das können aber auch Stressoren sein, wie was esse ich eigentlich täglich? Also meine tägliche Ernährung kann ein Stressor für den Körper sein. Also wenn ich täglich sehr viel Zucker oder industriell verarbeitete Lebensmittel esse, vielleicht auch viel Weizen und Kohlenhydrate konsumiere, Alkohol, Kaffee oder andere Schadstoffe zu mir führe, auch unbewusst, vielleicht auch über die Kosmetik, die ich jeden Tag auf meine Haut auftrage, auch das sind hormonell wirksame Substanzen, wenn wir so konventionelle Kosmetikprodukte benutzen, die den Körper stressen. Und das sind so Ebenen oder auch beispielsweise ja ein Biorhythmus, der nicht unbedingt nicht angepasst ist an unser Hormonsystem. Wenn wir tagsüber sehr wenig Tages- und Sonnenlicht tanken, aber stattdessen abends, wenn es eigentlich Dunkelheit herrschen sollte, noch sehr lange vorm Fernseher sitzen, vor dem Computer sitzen oder vor dem Handy, dann sind das alles Stressoren, die eine chronische Stressbelastung initiieren können. Und natürlich sind wir Gott sei Dank in der Lage, damit umzugehen. Aber irgendwann kann es sein, dass dieses Fass sich immer mehr füllt und wir nicht mehr kompensieren können, weil wir vielleicht eben in diesem täglichen Hamsterrad gefangen sind, weil wir nicht gelernt haben, Entspannungsmethoden für uns zu erlernen, die das immer auch wieder ein bisschen leeren, ne? Die immer so ein bisschen ich stelle mir das wirklich immer wie so ein Fass vor, ne? Und ich muss halt ab und zu mal ein bisschen was ablassen. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann läuft das über. Und dann kann es eben sein, dass ich auch
chronische Hormonstörungen entwickeln oder Hormonstörungen, an denen ich einfach länger zu leiden habe. Weil an sich sind die Hormone immer in einem, versuchen uns in einem dynamischen Gleichgewicht zu halten. Also Hormone sind nicht immer stabil, im Gegenteil, sie passen sich permanent an und regulieren sozusagen unser Innerstes und bringen es in Balance mit unserem äußeren Lebensumfeld. Also sie arbeiten permanent für uns und versuchen uns in Balance zu bringen. Das ist die Aufgabe von Hormonen. Aber wenn wir es eben übertreiben und das Fass überläuft, dann kann es einfach sein, dass da Störungen sich entwickeln. Aber das Schöne ist, wenn wir das wissen, dann gibt es auch wieder einen Weg zurück. Ja, das heißt, wir können anfangen, uns zu überlegen, was sind denn die Dinge in meinem Leben, die mein Hormonsystem aus der Balance bringen und mein Hormonsystem stressen? Und das darf jeder sich selber einmal fragen. Was sind die Dinge, die mich belasten? Und natürlich ist es erstmal schwieriger, sozusagen wirklich diese körperlichen Ursachen zu finden. Da braucht es zum Teil auch einen sehr guten Therapeuten oder auch ganzheitlich arbeitenden Arzt, der einfach auch mal eine Diagnostik macht, der schaut, gibt es da Entzündungsparameter, gibt es da eine Schwermetallbelastung. Das wäre dann ein Schritt, den wir später gehen können. Erstmal geht es darum, mich zu fragen, was belastet mich? Was macht mich traurig? Was sind die Dinge in meinem Leben, die mir Energie abziehen? Und ich glaube, da findet jeder eine Menge Faktoren. Ja, sich das mal zu fragen und mal zu überlegen, ja, kann ich denn etwas daran tun? Kann ich diese Dinge vielleicht auch reduzieren oder vielleicht auch ganz eliminieren in meinem Leben? Ne? Es gibt ja Dinge wie mein Job. Also ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Und die Frage ist, macht mich dieser Beruf glücklich oder tut er es nicht? Ist es eher eine starke Belastung für mich? Komme ich mit den Kollegen klar, mit denen ich jeden Tag da arbeite? Geben sie mir Energie oder rauben sie mir Energie? Und da fängt ehrlich gesagt Hormonregulation an. Und mir ist klar, dass natürlich nicht jeder sofort seinen Job aufgeben kann und kündigen kann. Aber sich da mal zu fragen, kann ich vielleicht auch Dinge mal klären? Ja, also vielleicht mit der Arbeitskollegin, die mich immer wieder und tagtäglich irgendwie belastet, kann man das einfach mal auf den Tisch legen und darüber sprechen oder eine Lösung finden. Ja. Und ich glaube, wir fressen jeden Tag ganz viel in uns rein. Ja, jeder von uns. Genau. Und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das muss jeder für sich mal schauen. Es kann tatsächlich auch sogar sein, ja, vielleicht eine unglückliche Beziehung, die mich belastet. Da ist ja immer ganz viel, auch familiär ganz viel los. Ja? Und da mal hinzuschauen und es nicht immer nur zu ignorieren und runterzuschlucken, das wäre ein wichtiger erster Schritt, wenn es um das Thema Stress geht. Also so emotionaler Stress. Das ist wirklich so spannend. Das muss uns klar werden. Ja, das muss uns wirklich klar werden. Das ist so spannend. Das, was du jetzt sagst, diese Innenschau, ist eigentlich das Gegenteil, was ich damals, bevor ich mich für die Selbstheilung entschieden habe, gemacht habe. Ich bin nämlich natürlich zum Gynäkologen gegangen und der hat gesagt, aha, ja, ganz klar, PMS, hier die Pille. Und als die Pille nicht funktioniert hat, gut, Antidepressiva. Ja, das ist leider ein häufiger Weg, den leider Gottes Frauen gehen, wenn sie zum Gynäkologen gehen. Weil es geht ja nicht darum, so funktioniert halt die Schulmedizin. Ich sag mal, man kann denen keinen Vorwurf machen, weil so funktioniert Schulmedizin. Es geht darum, du hast ein Symptom, wie kriegen wir das weg? Aber es geht ja weniger darum, wirklich die Ursachen auch zu finden, warum wir Beschwerden entwickeln. Das ist dafür gibt es keinen Raum in der konventionellen Medizin. Also kein Arzt wird sich mit dir hinsetzen und überlegen, hör mal Mädchen, was belastet dich? Wie ernährst du dich? Wie können wir dir denn helfen? Das funktioniert leider so nicht. Aber wir können eben auch, ich lasse dich auf jeden Fall gleich zu Wort kommen, aber das ist eben so wichtig, Hormone kann man nicht mit Hormonen behandeln. Das ist immer ganz wichtig zu wissen und auch nicht mit Medikamenten, weil unser Hormonsystem will in Balance sein. Ja. Es kann immer nur mit einem ganzheitlichen Ansatz funktionieren. Das funktioniert nicht mit Medikamenten. Es gibt natürlich einige Heilpflanzen, die uns nochmal unterstützen können.
Aber wenn die Basis nicht da ist, also wenn wir sozusagen unser Nervensystem, wenn es uns nicht gelingt, das Nervensystem wirklich zu beruhigen, dann ist auch Heilung nicht möglich. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Es gibt zwei Zustände des Nervensystems. Einmal der gestresste Zustand, also da sind wir im sympathischen Nervensystem unterwegs, und einmal der parasympathische Zustand, wo es um Heilung, Regeneration und Entspannung geht. Diese beiden sind immer miteinander verbunden, also sie wechseln sich immer ab, auch im Tagesverlauf. Wir sind mal im parasympathischen, mal im sympathischen Nervensystem unterwegs, zumindest soll es so sein. Und in der Nacht, wenn wir schlafen, sind wir in der Regel in diesem parasympathischen Modus. Und deswegen ist eben Schlaf ganz, ganz wichtig und heilsam, weil wir da eben auch tatsächlich regenerieren und auch unsere Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen können. Ja. Und deswegen, und das ist so wichtig, dort anzusetzen. Und wenn ich dann diese Voraussetzungen, wenn ich daran arbeite, mein Nervensystem zu unterstützen und mit der richtigen Ernährung sozusagen ebenfalls den Körper zu unterstützen, dann können auch Heilkräuter und ganz bestimmte Nahrungsergänzungen definitiv auch ein toller Push sein, um mich in die richtige Richtung zu bringen. Aber umgekehrt sollte es nicht sein. Also ich kann jetzt nicht ein Medikament nehmen oder ein Supplement in der Hoffnung, dass es mir dann bald besser geht. Also was bei Hormonen funktioniert es halt nicht. Das muss ich einfach so sagen. Ja. Ja. Ja, es ist das Nervensystem, wo wir ansetzen dürfen. Ja, ja, ich habe das so enorm gemerkt auf meinem Heilungsweg mit der Ernährungsumstellung. Das hat einerseits so eine körperliche Balance gebracht, da auch die Nebennieren zu unterstützen, mit sogenannten Nebennieren-Rinden-Snacks. Wo man wirklich den Sellerie und die Dattel und den Apfel und einfach immer die Nebennieren unterstützt. Aber, und das andere, was du jetzt so tiefgehend angesprochen hast, ist wirklich zu schauen, wo habe ich diese Stresstrigger? Und so schön, wie du das auch aufgezählt hast, dass es eben nicht irgendwelche Termine sind, die man jetzt abarbeiten muss, sondern dass es auch familiäre Konstellationen sein können, dass es der eigene Umgang mit sich selbst auch sein kann. Ich war so unbarmherzig mir gegenüber, so zielorientiert, und es war mir egal, wie es meinem Körper ging. Und da irgendwie 15, 50 Schritte zurückzugehen und zu sagen, hey, warum hast du diese strengen Ziele? Warum benutzt du so strenge Worte dir gegenüber, um diese Ziele zu erreichen? Wer bist du, wenn du das alles nicht erreichst? Und dazu zwingt dich ja eine Krankheit. Also meine Krankheit hat mich dazu gezwungen, zu lernen, dass ich wertvoll bin, wenn ich gar nichts mehr kann. Wenn ich im Bett liege und krank bin. Und diese Erkenntnis zu sagen, okay, es gibt noch viel mehr als nur zu funktionieren und zu pushen und anderen gerecht zu werden oder dem Bild, was man selber von sich irgendwann hat. Ja, und das ist es ja eigentlich auch. Also Symptome sind die Sprache auch der Hormone. Also im Grunde jedes Symptom ist ein Zeichen unseres Körpers, der will uns damit was sagen. Und was wir aber eben meistens tun, ist, diese Symptome zu unterdrücken, nicht zuzuhören und irgendwie weiterzumachen und weiter zu hasseln. Und das ist eben auch etwas, was ich so in diesem ganzen Prozess auch gelernt habe, so für mich. Ich bin, und das wird dir sicherlich auch so gehen oder allen, die irgendwie auch unter chronischen Erkrankungen leiden oder überhaupt auf dem Heilungsweg sind, dass man sehr viel schneller auch diese Zeichen wahrnimmt und auch ernst nimmt und auch schneller reagiert. Ja, also das ist etwas, wo ich auch unbedingt immer auch ermuntern möchte, noch viel, viel besser dem Körper zuzuhören und die Beschwerden wirklich ernst zu nehmen und sich zu fragen, warum habe ich diese Beschwerden? Die sind nicht einfach so da. Der Körper hat einen Grund, und wir sollten eben auch dem Körper dankbar sein, dass er mit uns spricht. Mhm. Und das ist eben ganz spannend.
dass natürlich auch, was die Hormone betrifft, der Körper so ganz, eine ganz bestimmte Sprache hat. Also ganz bestimmte hormonelle Disbalancen sind mit ganz bestimmten körperlichen Symptomen in Verbindung zu bringen. Also eine Schilddrüsenunterfunktion hat ein ganz bestimmtes Symptombild, eine Östrogendominanz, ein Progesteronmangel, eine Insulinresistenz oder auch ein Ungleichgewicht der Stresshormone, hat ein ganz bestimmtes Bild an Symptomen. Und wir können halt, indem wir uns die Symptome anschauen, darauf auch zurückschließen, was sind eigentlich für hormonelle Disbalancen, welche hormonellen Disbalancen stecken dahinter. Und ich würde das einfach gerne mit anbringen, weil es vielleicht einige interessiert. Mhm. Ich habe einen Hormon-Selbsttest, den kann man sich auch kostenlos auf meiner Website runterladen. Und da kann ich eben mal genau überlegen, okay, was habe ich für Symptome? Man kreuzt das an und dann bekommt man am Ende so ein Ergebnis. Ist es bei mir eher das Thema Progesteronmangel? Ist es Östrogen, wo ich mich kümmern muss? Sind es doch eher die Stresshormone oder ist es der Blutzuckerspiegel, der da im Ungleichgewicht ist? Und das ist ganz spannend. Und häufig sind diese Symptomauswertung noch mal viel genauer als jetzt irgendwelche Tests beim Arzt, weil der Körper eben nicht lügt. Der Körper irrt sich auch nicht. Ja. Ja, währenddessen aber Tests häufig nicht genau genug sind oder gerade wenn es auch um die Sexualhormone geht, an den falschen Zyklustagen abgenommen wird, weil ich habe eben keinen anderen Termin beim Arzt bekommen oder der Arzt sagt, ist sowieso egal, wann wir das nehmen, ist alles wurscht. Oder der Arzt sagt, brauchen wir nicht. Solange Sie einen Zyklus haben, haben Sie auch keine Hormonprobleme. Oder auch gerne so Sätze wie, Sie sind doch viel zu jung, um Hormonprobleme zu haben. Also da müssen wir keine Tests machen. Also ich bekomme ja jeden Tag Nachrichten von Frauen mit den unglaublichsten Geschichten. Also das glaubt man ja gar nicht. Doch, Frauen, du könntest bestimmt ein Buch veröffentlichen mit Zitaten, was alles gesagt wird, was für abstruse Aussagen. Ich bekomme die ja auch in den Interviews mit den chronisch Erkrankten. Eigentlich müsste ich einfach mal ein Buch veröffentlichen mit Aussagen von Ärzten, die getätigt werden. Einfach so. Ja. Ja, es ist traurig, aber deswegen sage ich eben auch immer, fang lieber bei dir an, versuch dich wirklich auseinanderzusetzen, versuch deine Symptome zu verstehen und lerne, wie du deinen Körper selbst in Balance bringst. Denn gerade bei der Hormonregulation, um ganz ehrlich zu sein, also die klassischen Ärzte, Hausärzte, Endokrinologen haben dafür keine Lösung, weil ich ja sagte, die klassische Medizin arbeitet nur symptombehandelnd, aber fängt nicht bei den Ursachen an. Und damit wir uns langfristig wirklich wohlfühlen können, müssen wir an der Ursache ansetzen. Sonst haben wir immer wieder Beschwerden. Also selbst wenn ich das eine Symptom wegkriege, zum Beispiel mit der Pille, habe ich aber andere Nebenwirkungen wie Libidoverlust, Depressionen, Insulinresistenz, Schilddrüsenunterfunktion, Darmbeschwerden. Das sind ja alles Dinge, die die Pille beispielsweise negativ beeinflusst. Also ich habe dann vielleicht das eine weg, aber ich kriege das nächste. Ja. Und also insofern kann ich nur sagen, wirklich jeden Tag etwas für die Hormonbalance zu tun, ist so der wichtigste Weg. Und weil du vorhin die Ernährung angesprochen hast, Stress, also deswegen habe ich das so an den ersten Platz gestellt, aber Stress beeinflusst eben auch ganz stark unseren Blutzuckerspiegel und beeinflusst auch, wie hoch Insulinausschüttungen im Körper sind. Insulin ist ein ganz wertvolles Hormon, was dafür sorgt, dass wir Zucker aufnehmen können und Energie sozusagen Energie bekommen und auch Nährstoffe aufnehmen können. Aber im Übermaß, wenn zu viel Insulin im Blut ist und die Zellen es nicht aufnehmen können, dann hat das ja einfach einen sehr negativen Effekt. Es kann chronische Entzündungen verursachen und es führt eben auch zu Hormonstörungen bei Frauen mit erhöhten männlichen Hormonen, die beispielsweise unter PCOS leiden. Da ist das Thema Insulin ja entscheidend, weil Insulin sozusagen die männlichen Hormone erhöht. Insulinresistenz führt auch zu einer Östrogendominanz, was wiederum negative Auswirkungen auf die Schilddrüse hat. Und insofern ist also ein zweiter wichtigster Schritt, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Ja, und das können wir über die Ernährung machen. Mhm. Und deswegen ist das so
die zweite wichtigste Säule, sich um den Insulinspiegel zu kümmern. Und das ist ganz wichtig, dass wir da zum einen frühstücken, also alle Frauen mit hormonellen Beschwerden, gerade der Sexualhormone oder für Frauen im fruchtbaren Alter, ist es wichtig, zu frühstücken und wirklich regelmäßig zu essen. Mhm. Also ausgewogen zu essen, gute Fette, Eiweiße und auch Kohlenhydrate. Also keine Angst zu haben vor Fetten und Kohlenhydraten. Das ist so wichtig, weil das sind die Bausteine für unsere Hormone. Das ist das, was dem Körper Energie gibt. Und eine Hormonstörung oder hormonelle Disbalance ist häufig eben auch mit einem Energiemangel verbunden. Also der Körper und auch die Eierstöcke bekommen zu wenig Energie. Und wir können dem Körper Energie zurückgeben, indem wir regelmäßig essen, aber natürlich auch das Richtige essen, ja, was dem Körper wirklich auch heilt, dass wir ihm die Nährstoffe geben, die er braucht. Ja, das habe ich auch so gemerkt. Ich war immer so streng zu mir, dass ich auch immer so ein Bild hatte, wie man isst, und hatte auch lange Abstände. Und als ich dann nach Anthony William die Ernährung gemacht habe, war so ganz klar, okay, Frühstück das, zuerst die Säfte, um alles zu spülen, den Darm zu spülen. Und dann habe ich mein Porridge gemacht. Eine Zeit lang habe ich dann sogar auf das Porridge verzichtet und noch mehr Früchte und Gemüse gegessen und dann ab Mittag mit Kartoffeln, aber dann nachmittags auch nochmal sehr viel Gemüse, also sehr gemüselastig auch. Und diese Regelmäßigkeit, das hat mir so enorm geholfen und gut getan. Was ich aber eine Zeit lang auch gemacht hatte, ist, weil ich eine träge Leber hatte zusätzlich, dass ich Fette reduziert habe. Aber nur über einen gewissen Zeitraum, das war 9 Monate, dass sich die Leber einfach erholen kann. Und dann habe ich wieder angefangen, die Nüsse mit reinzunehmen und so weiter. Und auch da habe ich einfach gelernt, auf mich zu hören und nicht einfach rigoros, jetzt mache ich mal eine Zeit lang fettarm, um das eigene, also um das eine Organ zu schützen, um dann wieder, also so wie ein Bausatz, weißt du, wie ich meine, dass man nicht das Gefühl hat, man kann mit dem Körper in jeder Zyklusphase genau gleich arbeiten, sonst alles hat seine Zeit. Und da mit dem Körper unterwegs zu sein, das hat mir echt nochmal so gut getan von diesem, jetzt musst du es genau so und so und so so machen, dein Leben lang, weißt du, wie ich es meine? Mhm. Sondern jetzt hat das mal Zeit und jetzt schaue ich für meine Leber. Und das mache ich jetzt regelmäßig, dass ich so meine Leber entspanne. 9 Tage heißt es, das ist so eine Leberkur. Und dann aber gehe ich wieder in dieses, nehme ich wieder die Nüsse und das Porridge und so weiter. Und da auch rauszufinden, wie individuell jeder auch ist. Das ist ganz wichtig, ne? Weil das ist ja dein Weg. Mhm. Und es gibt auch viele, ja, sehr, sehr strikte Programme. Ich sage jetzt mal Leber-Detox und was weiß ich, die eigentlich, also wenn man unter Hormonstörungen leidet, viel zu krass sind. Mhm. Also man muss halt für diese Programme relativ stabil sein. Und wenn Frauen eben auch gerade unter einer Nebennierenschwäche leiden, erschöpft sind, müde sind, was eben bei ganz vielen Frauen der Fall ist, wenn sie halt Hormonstörungen haben, dann bin ich nicht so sehr für diese krassen Dinge, weil erstmal müssen wir den Körper wieder nähern, wir müssen ihm Energie geben, wir müssen ihm Ressourcen geben, unsere Sexualhormone, unsere Fruchtbarkeit, es gibt richtige Hardcore-Leberreinigungen, gell? Also das kann ich natürlich auch nicht so viel auf dem Markt, wie irgendwelche Saftkuren, wo dann nur getrunken wird und so weiter. Also der Markt ist halt auch voll. Absolut. Und auch ich habe auch einen 21-Tage-Hormon-Detox, nenne ich es. Mhm. Aber bei mir, es geht halt immer um Hormonbalance. Also was nützt mir die beste Leberkur? Darüber kann man sich wirklich streiten. Ich habe ein bisschen eine andere Einstellung zum Thema Leberunterstützung. Aber was nützt mir die beste Leberkur oder die krasseste Leberkur, wenn ich mir dabei meine
Sexualhormone oder meine Nebennieren abschieße. Also es geht um das Balance. Das geht gar nicht. Ja, ne? Und, da, genau. Und das meine ich, das habe ich eben gelernt, auch in Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, ja, einen guten Mittelweg zu finden, der meine weiblichen Hormone auch stabilisiert und weiter aufbaut und trotzdem natürlich auch Darm und Leber hilft, auch gut zu arbeiten, weil die sind ganz wichtig. Also wir sprechen zwar viel von Hormondrüsen, aber auch Darm und Leber sind ganz wichtig für stabile Hormonspiegel. Mhm. Ja? Da passiert ganz viel Hormonsynthese. Mhm. Und deswegen ist es auch immer auch Teil meiner Arbeit, den Darm und die Leber zu unterstützen. Aber da machen wir schon automatisch ganz viel, wenn wir erstmal eine schöne, ausgewogene Ernährung für uns finden. Und eben da manchmal gar nicht so sehr im Außen immer, was macht der und was sagt der und was ist das schon wieder für ein Trend, sondern mal so ganz bei mir anfangen, weil wenn wir lernen, uns selbst auch wieder ein bisschen besser zu vertrauen und zu beobachten, da kriegen wir ganz viele gute Erkenntnisse. Ne? Also unbedingt. Nur, ich glaube, das dass wir das gelernt haben, ja, so ein bisschen auf uns selbst zu hören und dieses Vertrauen in uns selber verloren haben. Mhm. Aber das, ich glaube, es gibt wirklich diese Körperintelligenz und manchmal ist es auch gut, einfach mal nichts mehr zu konsumieren, sondern einfach mal alles auszublenden und nur noch zu schauen, okay, ich probiere jetzt mal aus, was tut mir gut? Also wenn ich das und das morgens esse, ist es das, was mir wirklich auch Energie gibt für einige Stunden oder falle ich danach in so ein Loch? Mhm. Ja, und dann zu überlegen, okay, wenn das der Fall ist, wie kann ich mein Frühstück verändern, damit ich längerfristig Energie habe? Und ganz ehrlich, wir sind wirklich extrem unterschiedlich, ganz unterschiedliche Stoffwechseltypen. Mhm. Wir haben alle ein anderes Darmmilieu. Wir verarbeiten Nährstoffe alle ganz anders. Und es kann sich sehr, sehr unterscheiden von Mensch zu Mensch. Deswegen das muss man unterscheidet so ein bisschen sich enorm. Ja. Ja. Ich habe mich ja im Ayurveda weitergebildet und hier ist ja die Grundlage immer der Darm und dann die verschiedenen Doshas. Wir haben so verschiedene Konstitutionen und da diese auch zuerst anzuschauen, sich gewahr zu werden, wer bin ich eigentlich, wie verdaue ich? Welche Verdauungskraft habe ich? Welche Nahrungsmittel regen meinen Fluss an? Oder welche bringen mich eher zur Stagnation? Mhm. Das ist so wichtig und der Anfang von allem. Und deswegen hat mich das so begeistert, dass du am Anfang gesagt hast, erstmal das Stressthema, weil da beginnt die Innenschau. Ja. Und ich sage immer, Heilung, der Heilungsweg ist ein Weg zu dir selbst. Heilung ist nicht einfach irgendwohin in eine Vorstellung, wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, die Vorstellung, die ich von mir hatte. Das ist es nicht. Heilung ist ganz persönlich, die liegt ganz, ganz tief in uns drin. Es ist die Frage, wer bin ich eigentlich, ohne dieses Paket, was man um sich herum geschnürt hat, um sich präsentieren zu können. Und da sind wir ja auch geprägt, wirklich von Kindheit an. Also da haben wir ja alle so einen Rucksack auf, der uns, den wir ein Leben lang tragen. Mhm. Wir werden ja geformt durch unser Leben. Und deswegen, das braucht wirklich auch Zeit. Mhm. Ne? Und das kann man nicht von heute auf morgen. Ja. Und ich finde es auch so schön, wie du es vorhin auch gesagt hast. Und das ist auch meine Einstellung zu dem Thema. Ich muss Freude auf dem Weg haben. Es muss mir Freude machen, mir zu überlegen, okay, was kann ich heute meinem Körper Gutes tun? Mhm. Wir müssen ja sowieso essen, ja? Also jeder muss jeden Tag essen. Und dann aber zu überlegen, okay, wenn ich jetzt schon essen muss, was kann ich denn essen, was meinen Körper nährt, was ihm Energie gibt? Mhm. Und da ist Selbstfürsorge ein großes, großes Thema, denn wenn ich mich selbst wenn ich mich selbst gern habe und mir selbst Gutes tun möchte, dann treffe ich auch bessere Entscheidungen. Mhm. Ja, dann ist das eigentlich nicht so Zwang oder ich muss jetzt die Diät durchziehen. Dann ist das ein natürlicher Prozess. Ich will mir ja Gutes tun. Mhm. Ja. Aber das muss man eben auch erstmal lernen. Und deswegen, hier ist auch wieder der erste Schritt, wenn es jetzt um das Thema Ernährung geht, sage ich immer, fang doch einfach mal mit dem Frühstück an. Na, das ist so, ich muss doch nicht gleich einen riesen Ernährungsplan umsetzen und dies und das, sondern ich überlege mir einfach, okay, ich fange mal mit dem Frühstück an,
was ein Frühstück, was mir gut tut, was meinen Körper nährt. Und vielleicht dann auch für mich zu entscheiden, vielleicht mal 10 oder 15 Minuten früher aufzustehen oder am Abend schon so ein bisschen was vorzubereiten, damit ich einfach einen schönen, ruhigen, entspannten Start in den Tag habe. Mhm. Und das Frühstück ist eben auch wichtig, einfach um den Blutzuckerspiegel über den Tag auch stabil zu halten, um mir eine gute Energie zu geben. Ne? Mhm. Genau, das ist so, das kann ein Anfang sein. Mhm. Und außerdem beeinflusst es ja auch schon wieder, wie gestresst ich dann in den Tag starte, weil wenn ich früher aufstehe, mir Zeit nehme für ein schönes Frühstück, mir vielleicht eine Kerze anmache oder schöne Musik, dann habe ich doch schon mal einen ganz anderen Start in den Tag, als wenn ich jetzt alles wieder so gehetzt mache. Ja, jetzt und das ist dieser erste Schritt, den ich meine. Ne? Genau, der erste Schritt in die Selbstfürsorge. Genau. Ja, ja, so schön. Ja, ich glaube, das hat sich wirklich sehr schön herauskristallisiert aus unserem Gespräch, dass einerseits wir den Stress anschauen dürfen, was hat uns getriggert auf emotionaler Ebene oder auf körperlicher Ebene, eben was hat man für Belastungen. Und das andere ist die Ernährung, aber liebevoll damit umzugehen. Und das ist für mich so ein großes Herzensanliegen. Ich war ja so enorm aus dem Gleichgewicht. Und ich sage immer, wenn man ganz fest aus dem Gleichgewicht ist, also im Ungleichgewicht vom Ayurvedischen her gesehen, dann bedeutet das, dass man vielleicht eine Extreme machen muss, um seine Balance zu finden. Aber, und das ist mir so wichtig, das immer zu sagen, diese Extreme im Mitgefühle mit sich selbst immer. Mhm. Ja, es kann bedeuten, dass man in dieser Heilphase vielleicht monatelang auf Dinge verzichtet, wo das Umfeld sagt, das ist aber normal. Wir essen alle Gluten, wir essen alle Schweinefleisch. Und man sagt für sich, nein, ich bin gerade so im Ungleichgewicht, um in meine Balance zu kommen, heißt es für mich diesen Verzicht, aber ich freue mich über diesen Verzicht, weil ich mir da Gutes tue. Und das, ob es jetzt in Richtung Leberreinigung geht oder wie man isst und macht, immer in der Selbstreflexion, wie geht es mir und welche Schritte kann ich auch tun, ohne dass sie mich stressen, ohne dass ich mich zu sehr einenge und dennoch, dass ich wieder in diese Balance kommen darf. Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr schön, Rabea. So schön, diese Arbeit, die du machst. Das ist und natürlich, also wie gesagt, wunderbar. Wir haben jetzt über die Basis gesprochen. Da fängt es an. Und natürlich kann man dann, wenn es wirklich in die einzelnen Disbalancen geht, nochmal ganz gezielt auch arbeiten. Also das ist ja auch letztlich das, was ich als Hormoncoach mache. Also ich helfe ja bei ganz bestimmten hormonellen Disbalancen auch über ganz bestimmte Protokolle und ganz bestimmte Lifestyle- und Ernährungstipps, wie man diese Disbalancen sozusagen in den Griff bekommt. Aber das ist immer alles auf der Basis von Stressregulation und einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel. Das sind so die Basis-Grundpfeiler. Und dann kann man natürlich darauf aufbauen und die einzelnen Disbalancen natürlich nochmal ganz gezielt auch behandeln. Und da gebe ich auch ganz viele Infos in meinem Podcast oder auch hier bei Instagram. Da kann man natürlich ins Feintuning dann auch nochmal gehen. Mhm. Und ja. Ja, du hast dein Wissen sehr schön verpackt auf Instagram. Also ganz, ganz schöne Arbeit machst du da. Vielen Dank dafür. Gerne. Diese Aufklärungsarbeit und dass du eben beim Individuum ansetzt. Das ist so schön und bereichernd und immer wieder doch erstaunenswert, wie das Internet das möglich gemacht hat, dass wir uns so verknüpfen und dass Informationen neu entstehen. Wenn ich noch dran denke, wie das für mich war, vor 20 Jahren, als das Pillenthema aufkam und ich einfach keine Informationsmöglichkeiten hatte und jetzt einfach so wunderbare Informationen da sind und wir uns austauschen dürfen und vor allem von unseren Erfahrungen lernen dürfen, weil Erfahrungswerte sind einfach Gold wert. Mhm. Stimmt. Ja. Ja, vielen Dank, Rabea, dass du hier warst.
Ich danke vielen dir. Vielen Dank an alle, die gelauscht haben. Ja, es hat sehr Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. So wie Rabea gesagt hat, zündet euch doch noch eine Kerze an. Seid nett zu euch selbst. Kommt in die tiefen Entspannung und ja, alles Gute auf eurem Genesungsweg und dann bis zum nächsten Live. Bis dann. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.